Hallo und willkommen, liebe Freunde der 3D-Druckkunst. Ich habe mir mal wieder ein neues Filament bestellt, was ich heute testen will. Es kam hier in dem Karton, wurde direkt drin versendet. Fand ich jetzt irgendwie nicht so toll, aber auf der anderen Seite, tja, was soll's? Was soll das schon groß kaputt gehen, ne? Ist von der Firma Mukula Online Shop oder das ist der Vertrieb. Und es ist eine schwarz. Man soll es stocken bei 190 bis 230 Grad. Und hier nach der Lot würde ich mal sagen, wurde es hergestellt am 28. Mai 2019. Und der Markenname, unter dem das vertrieben wird, ist 3D Fuchs. Gibt es einen riesen Aufkleber auf der Rolle. Und bestellen könnt ihr das im Online-Shop von Mukula. Da kostet, glaube ich, 14,95 plus Versand. Oder ich habe es über eBay bestellt und da gab es das für roundabout 11,50 € inklusive Versand, was natürlich ein super Preis ist, ne? Also wenn man nochmal wieder eine Rolle braucht, für 11,50 € inklusive bestellen, ist schon mal eine Ansage. Ja, auf der anderen Seite der gleiche Aufkleber. Ich habe schon ein bisschen was gedruckt. Gewickelt ist die ganz in Ordnung. Jetzt nicht super optimal, aber auch nicht schlecht. Also ich glaube, da werde ich keine Knötchen und Verknotung haben, die den Druck behindern. Das wird da wahrscheinlich nicht mit passieren. Ist gut genug gewickelt. So, wo packe ich das jetzt mal hin? Und ja, wie gesagt, Drucktemperaturbereich 190 bis 230 Grad. Die Toleranz steht auch hier drauf. Wo steht es denn drauf? Hier. 0,02 mm. Das kommt auch so ungefähr hin. Also ich habe nochmal nachgemessen und das war eigentlich alles so zwischen 0,73 und 0,75. Ich hatte dann auch hin und wieder mal 0,72, aber es war schon so mit 0,02 oder auch 0,03. Vielleicht habe ich nicht ganz genau gemessen. Das ist ja auch immer nicht ganz einfach, wenn man das Filament nicht genau rechtwinklig zur Schieblehre hält, dann kommt was anders raus, als wenn man es dann total rechtwinklig und ich habe mir Mühe gegeben und bin auf 0,03 gekommen. Jo. Es nennt sich Black Natural. Okay, es ist ein schwarzes. Und als erstes habe ich mal ein Temp Tower gedruckt. Also so einen kleinen Turm, bei dem ich hier mit 220 Grad anfange. Und dann 215, 210, 205, 200, 195, 190, 185 bis 180 runtergehe. Ich habe das von mit heiß zuerst gewählt und kalt zuletzt, weil manche Filamente wollen mit 180 Grad gar nicht. Aber mit 220 habe ich eigentlich alles irgendwie betthaftungsmäßig hingekriegt. Und wenn wir uns das mal anschauen, vielleicht hier an der Seite, da sieht man das vielleicht ganz gut. Also wenn wir hier bei 220 sind, auf der Seite, ist es die gedruckte Seite ein bisschen kriselig. Und je weiter wir runterkommen, je einheitlicher wird das. Ja, ein bisschen raus. Es ist also ein bisschen einheitlicher. Und bei 180 ist es auch schon ziemlich einheitlich. Die Zahlen kann man eigentlich überall ganz gut lesen.
Ja, und da gesagt wurde, hier sieht man es vielleicht auch noch mal schön an der Seite. Also das ist hier eigentlich alles wunderbar. Aber hier mit 220 fängt er dann so ein bisschen das Kriseln an. Und da drauf stand auf der Trommel, ab 190 bis 230 habe ich mich dann für die 190 entschieden. Das ist hier der dritte Abschnitt. Und wenn man sich so den Überhang anschaut, ist der auch ganz gut bei 190. Hier bei 195 hat er so einen kleinen Ausreißer. 190 okay, 185 wäre sogar noch besser. 205 ist schön, 210. Nochmal von der Seite angucken. Ist ein bisschen schwierig jetzt mit dem Schwarz. Ja, und wie man das sieht, ist das eher so ein glänzendes Schwarz. Also aufgrund des Temp Towers habe ich mich dann für 190 Grad entschieden. Und erstmal so einen kleinen Vermessungswürfel dann gedruckt. Oh, das ist der nicht. Das ist der Anycubic, den habe ich dann zum Vergleich. Das ist der, wo hier die 190 stehen. 190 ausgedruckt. Und wenn ich jetzt den Anycubic zum Vergleich nehme, das Filament. Ja, in der Kamera sieht man das vielleicht nicht ganz so, aber das ist ein bisschen satter, das Schwarz. Das ist mehr so ein Anthrazit, das Anycubic. Und hier haben wir das 3D-Fuchs. Und jetzt habe ich eine Seite erwischt. Also die ist echt wunderbar gelungen mit den Layern. Total gleichmäßig. Da kann man also überhaupt nicht motzen. Sehr schön geworden. Also rechts ist 3D-Fuchs. Und na okay. Hier hat er bei der Seite ist es hier ein bisschen unregelmäßig geworden. Da wo er mal absetzt, da kann man das glaube ich ganz gut sehen. Da. Aber es ist noch okay. Vielleicht könnte man, ich habe jetzt im Idea Maker, ich glaube 94% Extrusion, aber das hängt wieder drum ab von wie viel, ich glaube Gramm pro Meter. Das gibt noch mal eine Messeinheit. Ich bin mit 94 so standardmäßig ganz gut gefahren. Vielleicht sollte man hier noch mal 2% runter oder sowas. Hier sieht man es auch, ist nicht ganz so regelmäßig. Hier gibt es so ein bisschen an den Ecken. So plops. Er druckt ja immer, also wenn er jetzt hier ist, dann druckt er immer so ein Dreieck, dann hier, also ein Viereck und da und da und dann macht es das nächste. Vielleicht verlinke ich euch das Printvideo noch rein, dass ihr das sehen könnt. Und da immer genau an derselben Stelle wieder aufzusetzen, dass es einen schönen Druck gibt. Ist gar nicht so einfach, aber wie man das hier sieht mit dem Anycubic, kann er das ganz gut schaffen. Ich habe hier auch noch mal den letzten, das Hobby King, weil der Druck ist ja schon älter. Und da hat er das eigentlich auch sehr schön geschafft. Was hier bei dem Hobby King auffällt, sind die Übergänge. Gerade wenn es so im 90-Grad-Winkel zu der Kante geht, hängt es hier doch ziemlich runter. Den hatte ich gerade mit 220 gedruckt und der ist, glaube ich, mit 180, 190. Das ist der PLA von Anycubic. Hier muss ich mal gucken. Da sind die Übergänge. Mit Schwarz ist es ein bisschen schwieriger.
Also die Brücken sind eigentlich recht wenig. Und mit dem hier, mit dem 3D-Fuchs, habe ich die Brücken auch wieder wenig. Na, hier kann man jetzt vielleicht erkennen. Das hängt also nicht so durch wie mit dem Hobby King jetzt. Ja, und dann können wir das Ding auch mal vermessen. Ja, machen wir sie. Das ist die Oberseite, die ist auch schön geworden. Die Unterseite, die auf dem Bett haftet, auch wunderbar. Ja, und das sollten jeweils 2 cm sein. 0,6. Ja, jetzt hier haben wir 0,002, nee, 0,02 Millimeter fehlen hier. Und hier ist 0,9. Und hier müssten wir wieder unsere 0,6 haben. Da kommt auch immer drauf an, wie man das hält, ne? Ja, jetzt passt es wieder. Und innen müsste es hier 1 cm haben. 10 mm. 992. 1006. 994. Also das passt eigentlich alles. Und wenn ich jetzt mal gucke, das müssten 5 mm sein. 504, 498, 502, 502, 498. Jetzt kommt es, das ist ja die Dingsseite, also die Bettseite. Das müssten auch ziemlich genau 5 sein. Ja, und jetzt kommen hier dann mit den Übergängen. Da sind wir bei 5,3 beziehungsweise anders 5,6. Ungefähr. Durch das Glänzende sieht man die Unregelmäßigkeiten schon ein bisschen mehr. Bisschen Zint, der Aufkleber. Da ist er. Kann man mit zufrieden sein. Temptower hatten wir schon. Was ich dann mal auch immer noch gemacht habe, sind ja diese Plättchen. Da habe ich mal angefangen bei 220 Grad. Ich greife mir jetzt einfach mal einen raus. So. Also einwandfreier Druck. Die Rückseite. Also wie auf dem Bett lag. Auch sehr schön. Ja, und dann mache ich ja immer diesen Test, inwiefern das bricht. Und das bricht gar nicht. Das kann man richtig schön knicken. Und das ist jetzt hier die Richtung, in die auch gedruckt wurde. Also so die Bahnen liegen so. Und das kriegt man dann halt nur unter. Also, hält sehr schön. Das waren 220 Grad. Und dann habe ich nochmal welche gedruckt in 210. Die sehen aber genauso aus. Auch alle sehr schön geworden. Tolle Betthaftung. 60 Grad. Und dann bin ich auch runtergegangen bis 190.
Und da haben wir auch einen. Einwandfreies Druckergebnis. Ja, und es ist so ein bisschen glänzend. Ne? Und ich glaube, in die Seite kriege ich das alles sehr flexibel. Jetzt 190. Da können wir jetzt noch mal. Na, da knackt nichts. Das war ja immer so ein bisschen mit dem Anycubic, dass da was knackt. Hält immer noch wunderbar. Und die auseinanderzureißen, ich sage jetzt mal in die Richtung, das ist, das braucht schon sehr viel Kraft. Das dürfte gut halten. Aber um das noch mal zu überprüfen, habe ich jetzt mal angefangen, so kleine Bruchstäbchen, nenne ich die mal, auszudrucken. Und zwar habe ich hier einmal ein 190er Anycubic. Und hier habe ich ein 210er Anycubic. Die Dinge halten nicht so richtig. Und das ist auf 10 cm habe ich das ausgelegt. Also 10 cm sind das. Und dann ist die Frage, weil das nur 5 mm so ungefähr sein sollten im Durchmesser. Können wir mal schauen. 4,7 sind das jetzt hier. 4,8. 4,8. 4,7. Ungefähr 5 mm Durchmesser. Ist das natürlich auch ein ziemlicher Stresstest für die kleine Auflagefläche, die es da hat. Hier, diese winzige. Da, wo es dann auf dem Bett drauf steht. Da steht ja dann so auf dem Bett drauf. Und wenn da oben dann noch der Druckkopf rum macht, ist die große Frage, ich klebe das mal hier so oben. Das ist ein 190er Any. Das ist ein 200. Na, komm her. Ein bisschen tiefer kleben hier. Wir ziehen das einfach ein bisschen runter. So. Das ist ein 210er Any. Da hat auch die 10 cm geschafft. Dann habe ich ja noch mal was. Die waren ja weniger bruchfest, hatte ich so die Erfahrung gemacht. Ist ziemlich leicht gebrochen. Dann haben wir hier einen 220er Hobby King. Okay, ja. In Orange, jeweils Füllung 20%. Auch alles mit demselben Slicer. Das war das Orange, was eigentlich immer eine gute Brustfestigkeit hat. Aber das ist jetzt schon ein bisschen älter. Und dann habe ich hier nochmal hier das 3D Fuchs, das neue. Das, was wir gerade testen. Ja, das ist nicht ganz so hoch geworden. Sprich, die Betthaftung ist nicht so hoch wie bei den anderen. Und dann habe ich es nochmal mit 210. Probiert. Und da ist dann noch weniger geworden. Und jetzt ist die Frage, wie bruchsicher ist das? Da wollen wir erstmal anfangen. Hier mit dem ganz normalen Filament. Das wäre jetzt unfair, hier die Seite zu nehmen. Man sieht. Das ist ziemlich starr hier. Wenn man das so biegt, da muss man schon ein paar Mal hin und her biegen, bis man das auseinanderkriegt. Also von daher ist es schon mal, macht einen guten Eindruck. Aber jetzt wollen wir mal hier unsere Bruchstäbchen ausprobieren. Darauf bin ich ja gespannt. Und dass das jetzt nur so hoch druckt, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Weil so hohe Sachen druckt man normalerweise nicht mit nur so einer Mini-Standfläche. Ist aber nochmal ein Test.
Wenn, dann hat man höchstens irgendwelche Bolzen, die da reingehen, in irgendwelche Nuten, um ein Oberteil und Unterteil von dem Gehäuse zu verbinden. Und jetzt habe ich nur 5 mm, damit man das auch irgendwie durchgebrochen kriegt. Jetzt will ich mir hier anfangen. Und ich sag mal hier so nach einem Zentimeter, ob ich. Das ist mein erster Test, ob ich das jetzt hier gebrochen kriege. Das ist das Anycubic mit 190. Das hat eigentlich, ist mal sehr schnell gebrochen. Oh, ist gleich zweimal durchgehört. Da kriegt man sogar so kleine Teile. Also das war auch schon als brüchig bekannt. Und jetzt hier das Anycubic mit 210. Ein bisschen heißer gedruckt, ob das was bringt. Ja, es bringt schon was. Aber nicht so viel. Und das ist jetzt natürlich auch wenig wissenschaftlich, wenn ich da dran rumbreche. Aber es gibt zumindest mir ein Gefühl, und ich kann euch das ja mitteilen, mein Gefühl, wie gut das ist. Also das Anycubic ist brüchig und dieses hier war eigentlich immer recht fix. Das ist das Hobby King Translucent Orange. Mal das probieren. Also das hält. Da tut man sich schwer. Vielleicht sieht man das hier an meinem Finger. Das kriege ich, aua. Das kriege ich sogar nicht kaputt, weil das tut mir zu sehr weh. Das hält. Und jetzt mal auf die ganze Länge. Ja. Da bricht es natürlich, aber hier sind nur ein Zentimeter oder so. Das kriegt man nicht hin, da breche ich mir die Knochen. Sehr bruchstabil. Ja, das hier von Hobby King bei 220 Grad gedruckt. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, wie sich das mit dem von dem 3D-Fuchs antut. Mal wieder so ein Zentimeter. Okay, nicht so gut wie das, aber viel besser als das. Ja, das bricht dann doch schon irgendwann mal. Das kann ich so drüber brechen. So, weiß ich nicht, was sind denn das? 15 mm. Ja, 15 mm. Aber hier mit dem sind die alle gleich. Zwei Linien sind drin. Mit dem. Autsch. Okay. Also, da tue ich mich schon sehr weh. Und mit dem, jetzt habe ich gerade ein. Das kriege ich jetzt auch nicht kaputt. Vielleicht ist da gerade ein bisschen mehr Infill. Doch, schwer, schwer, schwer. Also auch sehr, sehr robust, bruchfest. Nicht hier so ein Pillepalle. Das ist, also wenn ich das jetzt mache hier, ist ein Witz im Vergleich zu dem. Das ist schon sehr gut. Und jetzt versuche ich das mit 210. Das ist. Ne. Naja, ob 190 oder 210. Aua. Habe ich mir auch wehgetan. Ja. Alles im Dienst der Wissenschaft. Naja, wissenschaftlich ist das nicht. Dann müsste man irgendwie eine definierte Länge haben, mit einem definierten Druck, vielleicht irgendwie Kilogramm gegen Erdmittelpunkt. Und aber in Stabilität ist das recht gut. Nicht ganz so gut wie das Orange, aber schon echt brauchbar. Ja, und das auch schon bei 190, 190, 210. Ist ja kein großer Unterschied. Also man kann nur mit 190 drucken, weil 190 war ja auch von der Gleichförmigkeit. Wo haben wir es hier? 86, also das dritte ist das.
Von der Gleichförmigkeit ist 190 auch nochmal besser als 230. Auf 180 bis hier hoch, was sind das? 210 müssten das sein, so ungefähr. 210. Passt das gut. Auch die Überhänge gefallen mir. Bruchfest ist es, günstig ist es. Ja, also ich bin damit zufrieden. Das kann man wirklich kaufen. Was ich noch sonst ganz gerne mache, ist hier einfach mal so ein... Ja, das tun wir mal beiseite erstmal hier. Das brauchen wir nicht. Was man noch testen kann, ist so ein kleines Stückchen nehmen und einfach mal anzünden. Also mit PLA kann man das machen. Bei ABS und PETG und sowas würde ich euch davon abraten, weil das unter Umständen nicht ganz gesunde Dämpfe nach sich zieht. Aber hier mit dem kleinen bisschen PETG ist nicht so schlimm. Und wenn man das jetzt anzündet, dann sollte das eigentlich nicht groß brennen und schon gar keine ja, das riecht auch eher so, nö, karamellig, als ob Zucker verbrennt. Also das scheint reines, ziemlich reines PLA zu sein. Und vom Brennen her, also es gibt jetzt keine Stichflamme oder sowas, ne? Ist eher so wie, weiß ich nicht, wie Siegelland oder sowas. Patsch. Wenn ich jetzt mal was anders nehme, ich glaube, ich habe da auch noch andere Farben. Also hier habe ich zum Beispiel noch ein Grün, wenn ich das anzünde, da ist auch PLA. Genauso. Und wenn da jetzt so kleine ich sag mal so kleine Flocken nach oben steigen, dann ist noch ein anderes Plastik dazu gemischt und das ist dann natürlich nicht gut, wenn da, was weiß ich, sogar vielleicht PVC drin ist oder ABS. Jo, also das stinkt nicht, das riecht fast gar nicht, das hier. Das hier hat auch nicht gerochen. Ist also gutes PLA. Jo. Ansonsten wüsste ich gar nicht mehr groß, was ich sagen sollte dazu. Ja, zur Verpackung. Ja, war ein bisschen... Ist aber nicht schlimm. Dass die Filament hier so direkt verschickt worden ist. Ja, inklusive dieses Löchchen. Hier ist einfach nur dann mein Adressaufkleber drauf. War aber eingeschweißt in so einen Glasschichtbeutel. Der war auch luftdicht, der war zwar nicht vakuumiert. Also da war noch ein bisschen... war noch ein wenig Luft drin, aber es war luftdicht, es ist also keine Feuchtigkeit reingekommen. Und so normalerweise ist ja da so ein Silikagel-Päckchen zu trocken, so ein Trockenmittel dabei, war da auch nicht drin, aber was soll man sich da groß beschweren? Solange das Filament taucht, das ist das Wichtigste, ist das ja okay. Ja? Und Feuchtigkeit kommt auch so da nicht dran. Und bei dem Preis, tja,
Da muss man natürlich irgendwie ein bisschen sparen. Oder hat man? Obwohl so ein Silikagel kostet wahrscheinlich auch irgendwie nur 10 Cent oder 5 oder sowas, so ein Beutelchen. Jo. Auf die Waage gebracht hatte die Rolle inklusive Filament 1153 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, was die Rolle wiegt, aber die müsst ihr dann 150 oder 153 Gramm wiegen. Das zeigt sich dann, wenn ich alles leer gedrückt habe und dann nochmal die Rolle selbst wiege, ob da was fehlt oder ob da ein bisschen was zu viel ist, habe ich jetzt keine Ahnung. Gut, ja, das war's. Also ich bin da zufrieden mit, auch zu dem Preis und werde da wieder bestellen. Alles klar. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.